Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bermuda. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Emerald. Emerald? Falsches Spiel, Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge. Die letzte Folge lief meiner Meinung nach schon gut. Wir haben zwar Big Chungus, den wir gerade am Ende der vorletzten Folge bekommen haben, verloren. Aber dafür ist die Legende zurück. Es ist der einzig wahre Günther. Nerv nicht. Wir sind jetzt in der zweiten Stadt angekommen. Der Typ gibt mir seltsame Beeren. Ich glaube, der will meine Pokémon vergiften. So, dann heil mich kurz. Und ich bräuchte, denke ich, ein paar normale Pokebälle mal wieder. So, perfekt. Ich habe auch keine Ahnung, was es so groß gibt, muss ich ehrlich sagen, hier in dieser Stadt. Allgemein, wie gesagt, ich habe ab diesem Punkt nicht so eine große Ahnung vom Game. Aber was ich ziemlich sicher weiß, ist, dass der Kerl hier auftaucht. Runde 2 gegen N. Dieses Mal gleich mit ein paar mehr Pokémon. Kabutops hatten wir in der letzten. Erst Weedy steht noch vorne, ne? Genau, das ist perfekt. Weil gegen Pflanze kommt das Ding da gar nicht gut an. Da bringt dir vermutlich auch kein Härtner was. Oh doch. War das Ding nicht Wassergestein oder habe ich das verwechselt? Weil ich hätte halt gedacht, Vierfachschwäche, das tötet. Das ist ein guter Gegner für John Cena. Der inzwischen tatsächlich einfach mein höchstgeleveltes Pokémon ist. Das Ding ist auch relativ... Es ist so eklig. Das Ding ist auch relativ fett, da dürfte Low Kick schon ballern. Und zwar richtig. Noch mehr Erfahrung. Ich glaube, das ist halt der Grund, warum John Cena am höchsten gelevelt ist. Er ist halt wirklich gegen die ganz krassen Gegner. Der Counterplay. Seismic Toss brauche ich nicht. Macht so viele KP-Schaden, wie das Level, auf dem man ist. Oh, er hat auch Zebra King. Das dürfte trotzdem eigentlich nicht unbedingt viel gegen Pflanze haben. Ich meine, wir haben ja, wie ihr da drüben seht, unser Starter war eins. Er hat auch nicht so hoch gelevelt wie wir. Das dürfte eigentlich nicht viel außer Water Gun können. Schön Crit. Das schafft Lorbeere. Komm, noch ein Crit. Schade. Aber das reicht jetzt doch, oder? Ja. Bisschen. Smoken, ne? Eklig. Komm, verfehl jetzt nicht. Danke. So, damit ist N wieder besiegt. Lorbeere steigt auf Level 16 und 17 und hat damit, oder hat John Cena überholt? Ne, ich glaube, der ist auch ein Level aufgestiegen. Der labert jetzt wieder sein Gedöns zusammen und ich heil mich wieder kurz. Ich glaube aber, ich weiß halt nicht, ob ich die Arena jetzt wirklich schon bestreite. Aber ich bild mir ein, die ganze Story hier kommt erst nach der Arena.
Und Sekunde. Kurz ein, zwei Maßnahmen getroffen, damit der Laptop nicht so überlastet ist. Weil der macht wieder sehr laute Geräusche. Wirklich lang soll diese Folge heute ja ohnehin nicht werden. Aber wir bestreiten die Arena hier jetzt, oder? Hier kann man Fossilien hindringen. Das ist krasser Forscher, der leitet hier das Museum. Labert ein bisschen. Und da ist die Arena. Und jetzt geht's los. Wir können wirklich schon in die Arena, na dann. Fresh Water, als wäre ich nicht fresh genug. So, das hier ist ein komisches Bücherrätsel. Yay! Ich würde sagen, wir versuchen die Arena heute fertig zu bekommen. Na, das Ding hat halt keine Schwächen in der Gen. 17! Oh Gott. Ich meine, das Ding scheint nicht so gut angreifen zu können. Aber wenn das Level 17 ist, der senkt nur meine AP. Dann mach halt. Schön. Ja, einmal greift er dann noch an. Macht ziemlich gut Damage. Greift sogar nochmal an. Oh Gott. Und das ist gerade das erste Pokémon dieser Arena. Aber Alter, die Erfahrung. Willy kriegt nicht nur 15, sondern auch... Doch nicht. Was ein Einstieg. So. Ja, das ist... Notizen sind hier die erste Frage. Das ist doch unfair! Das ist doch unfair! Aber es ist sowas von der, weil dann Trainer davor steht. Nee. Nee, definitiv nicht. Ja, das hier ist eine normale Arena im Normalfall. Irgendjemand liest es. Vielleicht habe ich die Frage an sich vielleicht gestellt. Das könnte gut flank sein, aber ich bin mir gar nicht... Mhm. Es ist nämlich keine Lokomotive, kein Pokémon, sondern eine Lokomotive. Und sag mir, du bist nicht so krass wie der Typ davor. Gengar, aber ich hab drauf den Tabis. Auch 17. Die Arenaleiterin wird ganz schlimm. Was? Wenn die dann noch krasse Pokémon hat. Ja, wollte ich eh nicht. Ein Hit und du bist raus. Die wollen alle nur meine AP-Stern. Tschüss. Das gibt halt so viel Erfahrung. Die Arena sorgt dafür, dass ich mit ihr mithalten kann von den Leveln. Ich habe jetzt bereits 3 Pokémon, die auch auf 17 sind. Ja, krass. Dritte Frage.
in einer der ersten zwei Reihen. Hier ist es nicht, weil Florian kocht man nicht und das andere hatten wir schon. Soll ich Günther vorne lassen? Es müsste das direkt vorne sein. Oh, der ist ja... Der ist ja voll geheilt. Du müsstest das eigentlich haben. Und wieder was, bei dem mir Unlicht hilft. Und nur auf 15. Oder auch nicht. Hä, das Ding ist doch... Oder hat Stahl eine Resistenz? Oh, perfekt. Ich habe eh nicht geplant, das nochmal zu nutzen. Und Hypnose trifft mich. Tschüss. Tschüss. Jawohl. Johnson, ja. So, die Arena läuft ganz gut bisher. Die Pokémon sind in der Regel nicht so stark. Nur die Level sind hoch. Tschüss. Kein Problem für John Cena. Das müsste doch... Oh, Kacke. Ich dachte, das wäre die Mittelstufe der Trikephalo-Reihe, Duodino. Und da wäre Kampf gut gegen. Aber so... Hoffentlich... Ich glaube aber nicht, dass das so krass austeilen kann, oder? So, easy. Die Arena-Trainer haben wir ganz gut hinter uns gebracht. Level 18 bereits. Das Gute ist auch, dass Günther sich nicht entwickeln wird. Der bleibt, wie er ist. Ja, Floink ist immer der Weg zum Ziel. Das ist das, was ich aus Pokémon am ehesten lerne. So, geheime Treppe zur Arena-Leiterin. Aber vorher noch heilen. Der Kampf... Ich weiß, zwei Pokémon. Letztes Mal, als ich das gespielt habe, war der Kampf eigentlich voll in Ordnung. Konnte man sich nicht beschweren, dass der irgendwie krass war oder so. Wir werden heute auch nichts anderes mehr machen, tatsächlich. Außer wir kommen danach direkt auf eine Route. Dann fangen wir noch ein Pokémon. Oder versuchen es. Ich hätte halt nichts dagegen, auf dem sechsten Spot im Team mal vielleicht so Feuer zu haben oder Elektro. Das wäre halt beides auch ziemlich gut, vor allem so Boden und Gestein wären da so Schwächen, was halt alles super abgedeckt ist von meinem Team. Aber wenn halt so zum Beispiel Pflanze reinkommt, habe ich nicht so viel. Da wäre Feuer halt schon gut. Oder Flug. Flug ist krass gegen mich. Da wäre Elektro halt. Also sowas Feuer- oder Elektromäßiges. Ein Pokémon mit beiden Typen gibt's gar nicht, soweit ich weiß. Ich liebe mit Queendra. Und hier ist sie. So. Land noch. Diese Namen zu randomize ist immer schön. Ja, jawohl. Das ist noch richtig eklig. Ich mach so.
Contusion wird übel drücken. Was? Bitte triff. Nein! Es wäre so wichtig gewesen. Ich wollte die Verteidigung senken, dann auf Günther und mit Biss das Ding einfach abfinden. Aber warte. Weedy, hast du nur unlicht Attacken oder auch... Nein! Ich habe überlegt, ob es vielleicht auch einen Unlicht-Typ hat. Aber offensichtlich nicht. Ja, dass das Ding das nochmal macht, war klar. Okay, das ist gut. Du Ekel! Die heilt auch? Schützt sich wieder. Konfusion. Ich überlebe noch eine, der Gegner nicht. Nervt mich. Konfusion. Wehe, du wirst verwirrt und triffst dich selber. Okay. Das war schon mal kein einfacher Einstieg. Günther, absolut High-Leveln. Inzwischen, Queendra geht auf 16. Bitte. Das ist auch saustark, aber es hat eine Kampfschwäche und ein richtig hohes Gewicht. Boah, also die Arenaleiterin ist von den Pokémon her echt 20. Aber der Lowkick dürfte richtig ballern. Jawohl. Jawohl! Ich hätte sowieso nichts anderes gemacht. Und gewonnen! Das hätte ins Auge gehen können. Welches war das? Tobutz? Tobutz und Valraisa. John Cena auch auf 19. Das ist starker Mann, ne? Tobutz und Valraisa. Damit ist nicht zu spaßen. Die Level waren wirklich... Sorry, die Level waren wirklich ziemlich hoch. Aber wir haben es geschafft. Klingt irgendwie nicht so toll, oder? Ja, jetzt geht die Story weiter. Oh nein. Team Plasma raubt das Museum aus. Ich glaube halt, wir kommen gleich noch auf eine Route, deswegen will ich das noch machen. Ist gar nicht so bad mit dem sicheren, dicken Defense-Debuff. Special Defense. Ich kann mir das auf Weedy ziemlich gut vorstellen. Zumindest vorläufig. Ich will halt am besten noch ein Pokémon mitnehmen können heute. Ihr kämpft nicht, ne? Die verpissen sich einfach. Die nehmen den Schädel damit. Rauchbombe, Schömedö. So, noch ein Keck. Das ist dann der nächste Arenaleiter. Eigentlich ein Käfertyp, ganz weird. Und, oh, guck mal, zwei Lappen. Das sind nicht meine Freunde, ich kenne die nicht. Irgendein Gedöns. Ich glaube, ich soll dem Typen danach rechts in die Richtung folgen und damit eben auf eine neue Route kommen. Das ist eben das eine Ziel, das wir heute noch haben. Pokémon. Neues Team Pokémon. Am besten Feuer, Elektro, aber
Ich würde auch so Gestein, Boden, einfach am besten irgendwas, das nicht Wasser oder Pflanze ist. Das ist das Ziel. Das war nicht der Plan. Da komme ich von der anderen Seite von der Route, auf die es jetzt geht, hin. Und auf der Route habe ich doch mein Pokémon Schwarz Original Run abgebrochen. Ah, ich muss noch einen Gegner besiegen vorher. Nee, du heilst. Oder? Hat man das gehört? Ich glaube, hier ist gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Wirklich? Der schenkt mir eine TM. Quick Attack. Da ist ein Trainer, aber mir geht's wirklich nur ums Pokémon heute. Aber die will auch noch kämpfen, ne? Oder nee, die halt wirklich nur. Ich dachte, die will erst kämpfen und halt einen danach. Kampfjam. Nur einmal. Ich dachte, das stärkt Kampf jetzt dauerhaft. Was ist das? Es ist ein Water-Type. Es ist ein Water-Type. Schön. Glücksbeide. Ja, gönn dir. Da ist eh nur noch einmal. Du kannst mich mal. Bleib drin, ich werde jetzt auch nicht irgendwie viel für dich verwenden. Wenn du nicht mitkommen willst, dann kommst du nicht mit. Werf einen Superball, wenn es nicht drin bleibt, dann bin ich raus. Ich weiß, deswegen habe ich doch sogar ein Emerald encountered, Ma. Es ist schneller, ich hoffe einfach jetzt mal, dass es mich nicht gerade tötet, aber letztes Mal hat nicht mal der Crit so viel gemacht. Wirklich. Ich meine, wahrscheinlich wird es noch einen Hit tanken, aber... Du bist eh schneller. Das ist wirklich... Ich geb ihm noch eine letzte Chance. Aber das ist enttäuschend. Aber wir kommen auch normalerweise eigentlich direkt in der nächsten Folge, ja, vergiss es. In die nächste neue Gegend. Ja, juckt mich nicht. Und tschüss. Gibt ein paar Erfahrungspunkte, aber... Misserfolg. Naja. Die will doch kämpfen. Ich wollte mich einfach... Du Ekel! Ich wollte einfach nur jetzt heilen, so ganz ruhig gechillt mal kurz. Und dann kommt die an. Ja, ich will doch kämpfen. Fucking Demeteros! Was versiegelst du jetzt? Das ist... Ein Bodenflugtyp.
sieht normalerweise. Und hat deswegen ein Problem mit Wasser. So, Queendra kriegt schön Level. Rudy kriegt auch. Das ist Rocker Thomas. So, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge wieder. Dann besuchen wir den Pinwheel Forest und werden dort hoffentlich einen besseren Encounter bekommen. Bis dann und ciao.